Sehr schönes Stück, sehr berührend, sehr menschlich, sehr humorvoll. Eine gute Mischung aus Amüsement, aber doch auch Tiefe. Was wäre, wenn? Das fragt sich Shirley Bradshaw, geborene Valentine, in ihrer Küche. Eigentlich könnte man ja den lieblosen Ehemann, wie schon lange geplant, verlassen. Ich habe immer gesagt, dass ich ihn verlasse, wenn die Kinder groß sind. Aber wo soll ich denn hin? Man fängt mit 42 kein neues Leben mehr an. Sie sagen, wenn eine Frau jenseits der 40 ist, dann war's das. Dann lebt man nur noch von den guten Erinnerungen in der Vergangenheit. Eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, frustriert und gefangen im Alltagstrott mit einem spießigen Ehemann. Der würde nie irgendwo ins Ausland fahren. Der bekommt ja schon Jetlag, wenn wir auf die Isle of Man fahren. Und einen Kulturschock, wenn wir in Chester sind. Die Schauspielerin Sharon Facinelli ist Shirley Valentine. Diese traurige Frau, die sich fragt, ob das alles im Leben war. Knapp 2 Stunden rockt Facinelli die Bühne ganz alleine. Klagt, kocht, philosophiert, lacht, resümiert. Schon nach wenigen Minuten ist man ganz bei dieser Frau, wird förmlich in diese Szenerie hineingesogen, denn das kommt einem doch alles irgendwie bekannt vor, diese Gefühle, dieses »War's das?« Shirley Valentine bricht aus, fährt mit ihrer Freundin Jay nach Griechenland und beginnt wieder zu leben. Das Publikum ist durchweg hin- und mitgerissen. Ja, außerordentlich gut. Das Stück war tief beeindruckend. Es hat zum Nachdenken angeregt und es hat mir von daher sehr gut gefallen, weil ich auch gerade in dem gleichen Alter bin und eigentlich gut nachvollziehen konnte, was in dieser Person vorging. Wunderbar, sehr zu empfehlen. Also ich musste so ein bisschen reinkommen, das Englisch zu verstehen, glaube ich. Aber sonst ein ganz tolles Stück und beeindruckend, wie sie das ja so allein auf der Bühne vorgetragen hat. Ja, reinhören muss man sich in dieses Stück, denn Shirley Valentine spricht Scouse. Das ist ein sehr spezieller, stark akzentuierter Dialekt, der rund um Liverpool gesprochen wird. Das Stück ist übrigens tatsächlich in diesem Dialekt geschrieben. Noch ist das English Theater übrigens Corona-konform recht dünn besetzt. Das soll auch erstmal so bleiben, erzählt Regisseur und Direktor Paul Glaser. Wir bleiben bei 3G. Ich habe das Gefühl, dass wir erstmal keinen ausschließen möchten. Ich meine, bei 2G dürfen ja keine nicht geimpft sind. Und da wollen wir erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Die dünnere Besetzung macht das kleine Theater noch intimer. Und so ist es an diesem Abend fast so, als säße man mit Shirley Valentine in ihrer Küche bei einem Glas Wein. Ein sehr bewegendes, teilweise dennoch sehr komisches Stück mit einer wirklich herausragenden Hauptdarstellerin.